Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema. Ich habe es gestern ja angekündigt. Das Thema heißt, das habe ich im Rausch getan. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ja in einem Rausch, in einem Drogenrausch, einem Alkoholrausch, einem Sexrausch, vielleicht auch in einem ganz anderen Rausch, Zustand, der mir jetzt gar nicht so spontan einfällt, etwas Schlimmes oder Schräges gemacht haben. Also habt ihr in einem Rauschzustand schon mal etwas Schlimmes, Schräges oder Abgefahrenes gemacht? Oder hat man mit euch vielleicht etwas angestellt, als ihr im Rausch wart? Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch sehr gerne unter domian@wdr.de oder 0800 220 50 50. Erster Anrufer, 39 Jahre alt, Tobias. Hallo Tobias. Hi. Hallo Tobias, zum Thema Rausch hast du angerufen. Das habe ich im Rausch getan. Richtig. Was hast du getan? Eine ganze Menge, aber darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden, weil das meiste hat mein Vater getan. Ja. Was mich heute noch sehr belastet. Also mein Vater war absolut alkoholabhängig. Ja. In jungen Jahren, also ich denke mal, 7 bis 8 Jahre alt, wo ich das Ganze dann irgendwo erstmal mehr oder weniger mitbekommen habe. Was hast du mitbekommen, infolgedessen er alkoholabhängig war? Wie hat sich das gezeigt? Es war relativ schlimm, weil man hat mich zum Beispiel nach der Kirche sonntags morgens zum Frühschoppen mit in die Kneipe geschleppt. Mhm. Und ja, ich musste halt eben zugucken, wie sich mein Vater betrunken hat. Wie war dein Vater denn drauf, wenn er betrunken war? Wie hat er sich dir gegenüber zum Beispiel verhalten? Mir gegenüber super. Super? Er hat mich geliebt. Ja, absolut. Auch wenn er besoffen war? Ja, absolut. Er hatte halt nur immer ein anderes Gesicht. Und ich gehe davon aus, dass Sucht macht eine Menge aus. Also Sucht macht wahrscheinlich aus jedem den besten Schauspieler. Und das hat er wirklich gekonnt. Ja. Wie hat er sich denn gegenüber deiner Mutter zum Beispiel verhalten, wenn er sehr besoffen war? Es wurde ab und zu laut, aber es ist nie zu Handgreiflichkeiten gekommen. Mhm. Absolut nicht. So, aber jetzt wirst du uns wahrscheinlich irgendwas erzählen, was in seinem dennoch im Rausch passiert ist, was er gemacht hat. Ja, was im Rausch passiert ist, relativ leicht zu erzählen. Also er hat sich dann irgendwann mal dazu entschlossen, sich mit dem Kompagnon selbstständig zu machen. Mhm. Und hat dann auf dem Weg zu seiner Arbeit beim Bekannten unter der Eingangstreppe seine Schnapsflaschen versteckt. Wo hat er die versteckt? Beim Bekannten unter der Eingangstreppe. Unter der Eingangstreppe, hatte ich nicht verstanden, okay. Mhm. Ja, genau, richtig. Ich rufe vom Handy an, Entschuldigung. Ja, das macht nichts. Nur um halt eben dort morgens auf dem Weg um 7 Uhr zum Beispiel schon mal den ersten Schluck zu trinken. Mhm, ja. Das haben wir nicht gewusst. Ja. Das ist mir alles nachher erzählt worden, aber ja gut, das spielt jetzt auch keine Rolle. Was genau ist passiert? Genau ist passiert zum Beispiel, dass die Sucht hat ihn eingeholt. Also er war nicht mehr der Mensch, den man irgendwo mehr oder weniger von der Geburt her kennen wird. Was hat er denn dann in einem Rauschzustand Schlimmes gemacht zum Beispiel? Also er hat sich in seinen Mercedes gesetzt, ist in seinen Wald gefahren, nachdem meine Mutter ihn verlassen hat, und hat sie erschossen. Ach. Ja. Im besoffenen Zustand? Ja, 2,8 Promille. Wow. Er ist in den Wald gefahren, hat 2,8 Promille Alkohol im Blut und hat sich erschossen. Wie alt warst du? Du bist heute 39. Wie alt warst du da? Ich bin 11 Jahre alt. Da warst du 11 Jahre alt.
War er sofort tot? Also er ist nach 23 Stunden gefunden worden und war noch, also das Gehirn war noch aktiv. Mhm. Ja, nach 42 Stunden hat man dann die Maschinen abgeschaltet. Mhm. Wohin hat er geschossen? In seinen Kopf. In seinen Kopf. Mhm. Glaubst du, dass das eine Kurzschlusshandlung im Rausch war oder hat er das geplant? Ich bin mir auch nicht sicher. Das ist immer, im Nachhinein ist das immer alles relativ schwierig. Aber ich glaube nicht, dass das eine Kurzschlussreaktion war. Das glaube ich nicht. Wenn das geplant hätte, könnte ja zum Beispiel ein Abschiedsbrief aufgetaucht sein. Ist so etwas aufgetaucht? Überhaupt gar nichts. Nichts, gar nichts. Nein. Und ich weiß ganz genau, wie gesagt, ich habe noch drei Schwestern und er hat uns geliebt. Er hat uns über alles geliebt. Also ich gehe davon aus, dass wir. Ja. Das würde dann vielleicht eher doch dafür sprechen, dass er war im tiefen Schmerz, die Frau hatte ihn verlassen, dann hat er sich so besoffen und dass er das wirklich im besoffenen Zustand dann als Kurzschlusshandlung gemacht hat und euch darüber dann vergessen hat aufgrund des Alkohols. Ja, ich glaube nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber kann man jemanden vergessen aufgrund irgendeiner Sucht? Ich glaube nicht. Geht das? Ja, vielleicht, wenn der Rauschzustand so groß ist, kann das vielleicht sogar sein. Ja, das glaube ich. Das halte ich für möglich. Naja, auf jeden Fall. Ja, das ist meine Geschichte. Es ist natürlich eine furchtbare, eine traurige Geschichte. Wie hast du denn das als 11-jähriger Junge damals aufgefasst, dass der Papa so ums Leben gekommen ist? Fürchterlich. Absolut. Ich meine, ich bin im kleinen ostwestfälischen Dorf aufgewachsen, mit 1500 Einwohnern. Ja, und danach war ich halt eben nur der Sohn eines Selbstmörders. Achso, das war stigmatisiert in der Zeit noch mit dem mit der Selbsttötung. Richtig. Auf dem Land auf jeden Fall. Woher kam der Vater an die Waffe? Von einem Fleischermeister. Hat er sich die besorgt? Ja, genau. Gut, das würde ja wieder dafür sprechen, dass er es doch geplant hat. Das sind so viele Fragen. Ich meine, die würde ich heute auch gerne beantworten können, weil ich mein ganzes Leben darüber nachgedacht habe. Aber Fakt ist ganz einfach der, dass alle dabei zugeguckt haben. Jeder hat dabei zugeguckt und jeder hat neben meinem Vater gestanden, wenn der eine Runde Bier ausgegeben hat. Ja, aber was meinst du, wie vielen Alkoholikern das so geht oder da geht es so, dass die anderen zugucken? Und greifen auch nicht ein, aber manchmal kann man auch überhaupt nicht eingreifen von außen, weil der Alkoholiker sein Ding drehen will und er aggressiv reagiert, wenn man eingreift. Ja, es geht ja nicht um das Eingreifen, sondern es geht mir mittlerweile ganz einfach darum, dass zum Beispiel, man muss nicht eingreifen, aber man kann zum Beispiel sagen, nein, Ende, Feierabend. Aber vielleicht hat deine Mutter das oft gesagt. Ich weiß es nicht. Ich Hast du sie nie gefragt danach? Nee. Warum? Wir haben überhaupt kein Verhältnis mehr. Absolut nicht. Ach so. Aber du bist ja dann danach damals bei deiner Mutter weiter aufgewachsen, oder? Ja, ich habe meine Schulausbildung gemacht, meine Ausbildung gemacht. Und was ich direkt danach gemacht habe, weil ich halt eben, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe versucht, es jedem recht zu machen. In diesem Dorf. Ich wollte nicht mehr der Sohn des Selbstmörders sein, sondern ich habe wirklich versucht, es jedem recht zu machen. Verstehe. Und direkt nach meiner Ausbildung bin ich ein Jahr ins Ausland gegangen und das war auch für mich perfekt. Tobias, Absolut. Jetzt nach so vielen Jahren, kannst du deinem Vater oder hast du deinem Vater vergeben können? Vergeben ist schwierig. Das ist verdammt schwierig. Ich weiß es nicht. Ich versuche es immer, aber ich denke auch immer dran. Das Schlimme ist, dass nichts gekommen ist. Zumindest so, ich sag einfach mal so, wie du das gesagt hast. So eine Nachricht. Ich schaff's nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das hätte dir geholfen. Ja, absolut. Ja, aber so gar nichts. Das ist verdammt schwer. Ja. Tobias, ich danke dir, dass du uns deine Geschichte erzählt hast.
die schon auch sehr traurig ist. Das kann ich gut verstehen. Und dass man dann so viele Jahre, dass man das nicht rauskriegt aus dem Herzen, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Es geht ja nicht darum, dass man es nicht rauskriegt. Es geht ganz einfach darum, dass man damit leben muss. Oder so, ja. Ja, drücke so aus. Zum Beispiel. Ja, und das ist der Punkt. Entschuldige bitte, wenn ich dich kurz unterbreche. Darf ich das? Oder? Ja, ja, eigentlich wollte ich dir jetzt an dieser Sache, weil das würde jetzt hier den Rahmen unserer Sendung sprengen, ein Gespräch weiter mit meinem Psychologen führst. Was hältst du davon? Ja, gerne. Stichwort Verarbeitung und sowas, ja? Ja, gerne. Gut. Was ich aber gerne hier an dieser Stelle noch sagen möchte, ja? Zum Beispiel, Süchte, egal in welcher Art und Weise, egal ob es Alkohol ist oder Drogen sind oder sonst irgendwas oder Facebook mittlerweile, liest man ja auch ab und zu, macht unheimlich vieles kaputt. Ja, das ist wohl wahr. Das hören wir hier nun auch zu Genüge. Lieber Tobias, danke schön für deinen Anruf dir. Und du wirst tschüss. Gleich von unserem Psychologen zurückgerufen, von dem Henning. Alles Gute wünsche ich dir. Tschüss. Ja, ich dir auch. Ja, danke, tschüss. Tobias. Ciao. So, ihr Lieben, ich möchte euch auf etwas hinweisen. Wir hier von 1Live, von Radio 1Live, haben ein Magazin entwickelt, das im Fernsehen bei 1 Festival läuft, und zwar dreimal. Dieses Magazin heißt Mr. Dix. Das ist heute, also jetzt eigentlich gestern am Mittwoch schon gelaufen, um 22 Uhr zum Thema Rausch. Und deswegen haben wir uns thematisch jetzt auch ein bisschen herangehängt. Wer das versäumt hat, kann das in der Mediathek von 1 Festival nachgucken oder sich nochmal anschauen. Und nächste Woche, Mittwoch um 22 Uhr, gibt es die nächste Folge von Mr. Dix. Und dann zum Thema Ego. Und dann wollen wir mal gucken, was wir für ein Thema haben nächste Woche Mittwoch hier. So, ihr Lieben, heute geht es um das Thema, das habe ich im Rausch getan. Und ich bin verbunden mit Bea. Und Bea ist 48. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Bea. Hallo. Was hast du denn im Rausch getan? Ja, ich war lange Zeit im SM-Rausch, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Und dachte, als ich dein Thema hörte, ich trinke keinen Alkohol oder ganz wenig, nehme keine Drogen, aber das war auch eine Droge. Und ich habe mich damit sicherlich in unglaublich viel Gefahren begeben und hatte ganz großes Glück, dass ich jetzt hier noch so sitze, weil ich in diesem SM-Rausch, ich bin devot, überhaupt nicht mehr meinen Verstand eingeschaltet habe. Ich überlege gerade zum Hinterkopf, müssen wir SM eigentlich noch erklären? Oder ist das mittlerweile? Das kann man auch ganz schwer erklären. Es ist, das hat, ist so vielschichtig. Ja, es ist eine sexuelle Richtung, wo es um Gewalt und Unterwerfung geht, auf freiwilliger Basis. Absolut, und ja. Unter Umständen um sehr krasse Sachen. Diese krassen Sachen sind bei dir dann auch passiert. Was war das genau? Also ich habe das mit 29 entdeckt, dass ich diese Fantasien, die ich immer in mir getragen habe, leben möchte. Und habe in diesen Erlebnissen, habe so eine Faszination davon erlebt, dass ich das immer wieder haben wollte. Und für mich gab es eben über ganz viele Jahre entweder komplett enthaltsam leben ohne Rausch oder sich diesem Rausch vollkommen hingeben. Was waren das für Fantasien, die du dann leben wolltest und gelebt hast? Ja, also das sind keine masochistischen Fantasien gewesen, im Sinne von eben schweren körperlichen Schmerzen, sondern ganz massive Fantasien von Demut, von Hingabe, von Unterwerfung. Und immer dann, wenn ich ein passendes Gegenüber gefunden habe, habe ich mich wieder in diesen Rausch reinbegeben. Was hat, also hast du denn so einen Meister gesucht? Ja, das, also mir einen war Herren? Das, ich habe einfach jemand immer wieder die Realisierung meiner Fantasien gesucht. Und für mich, und das hat für mich im Nachhinein auch ganz viel mit diesem Rausch zu tun, ich war dabei vollkommen wahllos. Ob dieser Mann meinem Niveau entspricht, also ob er einfach zu mir auch menschlich passt. War dir egal? Für ihn hab, war für mich uninteressant. So, jetzt mal ein bisschen Butter bei die Fische. Ja. Was genau hat der Mann oder diese Männer, das waren ja wahrscheinlich sehr viele, was haben die mit dir gemacht, damit du in diesen für dich guten und lustvollen Rausch gekommen bist? Die haben zum Beispiel verbal mich, ja, bei mir, wenn man sagt, im SM-Bereich so, da geht dann Schalter um.
Die waren das passende Pendant zu mir und ich habe mich ihnen vollkommen, meinen Willen ihnen gegenüber vollkommen aufgegeben. Mhm. Natürlich gehören dann so Sachen auch dazu wie Spanking, wie Schlagen, wie Fesseln, Sex manchmal, manchmal auch nicht. Aber die haben meinen, ich habe ihnen freiwillig meinen Willen hingegeben. Und sag doch mal ein paar Beispiele, was die dann mit dir gemacht haben. Geschlagen, natürlich, das klar, schon? Mit von harmlosen Spanking-Geschichten bis zu massiven Rohrstock-Geschichten. Aber wenn ich es richtig verstanden... an die Brüste, ja. Also auch zum Teil wirklich sehr schmerzhafte Geschichten, ja. Freiheitsentzug über kurze Zeit. Was heißt das konkret? Der Freiheitsentzug heißt, irgendwo eingesperrt zu sein oder ein Sinnesentzug, musst du mal überlegen. Ich kannte die zum Teil fast Moment, gar nicht. Moment, eins an einem anderen. Freiheitsentzug. Ja, und nichts mehr hören, nichts mehr sehen, nichts mehr sagen können. Okay, eins an einem anderen. Freiheitsentzug. Das heißt, der Mann hat dich irgendwo eingesperrt? In meiner Wohnung, ja. In deiner Wohnung. Wie lange? Nicht sehr lange. Zwei, drei Stunden ist zu lang, eine halbe Stunde vielleicht. Und in welchem Zustand warst du dann eingesperrt? leicht bekleidet oder auch ganz nackt. Er hat dann irgendwo vorm Fernseher gesessen oder hat eine Zigarette geraucht. Okay, aber du konntest frei in der Wohnung rumlaufen, du hingst nicht irgendwie an der Decke oder sowas? Nee, das habe ich nicht gemacht. Okay, so. Das hat mich nie so angemacht. Nee, ich konnte nicht frei rumlaufen, ich war eingeschlossen. Aber in der Wohnung? Aber in irgendeinem Zimmer. Ja. Aber in einem in deiner Wohnung? Genau. Ja. Ich habe die ja immer alle nach Hause kommen lassen. Ja, und das Zweite war Sinnes, weil wie hieß das Sinnes? Ja, zum Beispiel, guck mal, wenn ich bin devot und ich kann, habe da irgendjemand bei mir und ich kann zum Beispiel nichts mehr sprechen, weil ich geknebelt bin. Mhm. Dementsprechend kann ich auch kein Codewort mehr nennen, aber das wollte ich ja alles auch gar nicht. Da lagst du geknebelt auf dem Bett zum Beispiel? Genau. Ja. Und bin geschlagen worden, bin ja in irgendeiner Weise, natürlich auch haben die Männer da natürlich auch mit mir geschlafen, sehr, sehr oft, nicht alle, aber sehr oft. Dann du bist vollkommen ausgeliefert. Wie lange konnte das passieren zum Beispiel, dass du dann geknebelt? Mein erstes Erlebnis hat abends, glaube ich, so um 8 angefangen und hat morgens um 8 oder 9 aufgehört. Also ohne Unterbrechung. Was war das dann für ein Gefühl danach, wenn so ein Erlebnis vorbei war? Wenn die weg waren, war ich kurz, dieser Rausch hat kurz noch nachgehallt und danach kommt die große Ernüchterung, der Kater. Der Kater, der Absturz. Ja. Danach, du willst, also hast zwei Möglichkeiten, entweder du holst dir sofort wieder diesen Rausch, fängst also sofort wieder an und suchst dir einen neuen Partner. Oder du lebst, musst erstmal wieder auf den Boden zurückkommen. Also klassisch wie bei einer Drogensucht auch. Genau, vollkommen so. Während dieser Sessions, sage ich jetzt mal, dieser Sitzungen oder wie immer man das nennen mag, was hast du da gedacht? Glück? Da habe ich sehr wenig gedacht. Ich bin ja normalerweise, sagen wir es mal so, einfach eine taffe, relativ erfolgreiche Frau. Mhm. Und du bist in diesem Moment in einem vollkommen anderen Realitätszustand. Mhm. Das ist eben die Faszination. Das ist auch jetzt diese ganze Shades of Grey-Geschichte und so. Du kannst dich vollkommen anders erleben. Du denkst auch nicht mehr. Dann immer auch etwas mit Sexualität zu tun für dich? Meistens. Das hat dich also auch erregt, diese Wahnsinnig Zustand? Wahnsinnig erregt, ja. Also du warst vollkommen abhängig und das hat dich total erregt? Genau. Diese Hingabe, dieses nicht mehr immer alles selber bestimmen zu müssen, sich jemand komplett ausliefern zu können. Du kommst ja so in so einen Kinderzustand auch wieder so ein Stück weit. Völlig, ja. Und das ist einfach für jemand, der sonst immer sehr viel selber gestaltet. Das waren ganz, ganz starke und intensive Gefühle. Darf ich fragen, was du in der Zeit beruflich gemacht hast? Ich war Dozentin damals. An der Uni oder was? Zeitlang war ich Dozentin, dann war ich auch eine Zeit lang als Teamleiterin in einem großen Unternehmen. Also alles so Jobs, wo man... Das ist das Klischee, ne? Dass Leute, die im Beruf richtig dastehen müssen, sich dann in der Sexualität so... Ja. Jetzt bist du 48, mit 29 hat es angefangen. Ja. Wie viele Jahre hast du es gemacht? Das habe ich gemacht ungefähr bis 44 und dann hatte ich einen Totalabsturz. Warum? Was war da passiert? Das war ein Mann, den ich eigentlich
doch schon ein bisschen näher kannte. Mhm. Und der war bei mir auch wieder. Und da ist auf, also ich habe gemerkt, mit irgendwas stimmt nicht mit ihm. Der war sehr, also das hatte ich vorher, da, wenn ich nicht gerade im Rausch war, schon gespürt. Er hatte mir auch erzählt, dass er selber als Kind schwer misshandelt worden war. Und irgendwie kippte das Ganze. Und dann hat er mir eine Ohrfeige gegeben. Und mir war in dem Moment klar, das hat mit SM überhaupt nichts mehr zu tun. Mhm. Das ist jetzt pure Gewalt, das ist Realität. Mhm. Mir ging es selber auch vorher schon nicht so gut mit ihm. Ich konnte aber nicht aus diesem Rausch komplett raus, um mit ihm darüber zu reden oder ihn zu bitten, zu fahren. Und er ist dann gefahren und ich bin komplett zusammengebrochen. Ich hatte, ja, wie man so landläufig sagt, Nervenzusammenbruch. Das ist ja sonderbar. Das, man hätte ja euch sagen können, diese eine Sache ist jetzt schiefgelaufen, danach suchst du dir wieder einen richtigen Meister oder Herrn. Das ging nicht mehr, weil ich an dem Punkt wirklich gemerkt habe, dieser Rausch ist für mich A, super gefährlich und B, der muss irgendeinen Grund haben. Es muss irgendwas geben, warum ich mich immer in diesen Rausch begebe. Bist du der Sache auf den Grund gekommen? Ja. Was ist der Grund gewesen? Das war, ich habe dann sehr schnell einen Termin bei einer sehr, sehr guten Beratungsorganisation bekommen für Gewalt an Frauen. Mhm. Und das hat mich dann erstmal total umgeschmissen. Wir haben so ungefähr nach einem halben bis dreiviertel Jahr herausgefunden, dass ich als ganz kleines Kind wohl von meinem Vater missbraucht worden bin. Hat ja diese Erkenntnis noch mehr geholfen, davon nur loszukommen? Absolut. Ja. Absolut. Ich bin ja unglaublich gefördert worden, wirklich selber auch in der Sexualität meine Wünsche zu, also mich auch immer wieder, ja, meine Kraft nicht aufzugeben, das hat mir unglaublich geholfen. Also in dieser Beratungsstelle, ja. Das meinst du jetzt? Ja, ich war ja da über 3 Jahre lang und allein schon zu verstehen, warum ich mich immer, das ist ja nur eine Retraumatisierung, warum ich die immer wieder gesucht habe, das hat mir sehr, sehr geholfen. Wobei, man hört das ja immer wieder, ich habe es gerade schon gesagt, dass Leute, die in einem sehr stressigen Beruf sind, wo sie ihren Mann oder ihre Frau stehen müssen, dass sie das auch oft als Ventil nutzen, um den Stress und die Anspannung loszuwerden, die sie den ganzen Tag erleben im Beruf. Ja, aber da würde ich den Menschen würde ich raten, zu gucken, warum sie nicht im realen Leben beide Seiten leben können. Mhm. Dafür gibt es ja einen Grund. Und ich kann halt heute bei meinem Partner, mit dem ich keine SM-Beziehung habe, viel mehr mich auch fallen lassen. Mhm. Ich kann mir helfen lassen. Also alles so Dinge, die ich vorher nicht konnte und die ich dann eben da kanalisieren musste. In der ganzen Zeit der SM-Zeit gab es eine Partnerschaft? Da gab es auch Partnerschaften, aber ich war aufgrund dieser der noch nicht behandelten Ursache, von der ich auch gar nichts wusste über die ganzen Jahrzehnte, ich war gar nicht in der Lage, eine normale Beziehung zu leben. Hast du das ja noch parallel laufen lassen, Partnerschaft und du bist zum... Nee, ich hatte dann schon so tendenzielle, etwas länger dauernde SM. Ach so, verstehe. So, und, das ist jetzt alles ein Kapitel in deinem Leben und das ist alles, ja. Und das ist abgeschlossen. Das ist gut, ich bin immer noch devot, aber... Aber auf einer gesunden Basis. Das ist einfach so, aber ich würde, wenn ich das jemals nochmal damit spielen würde, würde ich ganz anders damit umgehen. Ich finde das immer wirklich, tut fast schon ein bisschen skurril, wenn Leute, du wirkst ja auch sehr, sehr selbstbewusst und sehr klar. Wenn du sagst, ja, ich bin ja auch dennoch immer ein bisschen devot im Sex. Ich kenne zwei sehr, sehr einflussreiche Männer in Deutschland, die wirklich sehr viel Macht haben. Und die betreiben das genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Mhm. Und das finde ich so irre, wenn die mir erzählen, was die dann in ihrem Sexleben machen. Wobei Männer ja deutlich härter sind als die meisten Frauen. Ja, aber die sind dann in der devoten Rolle. Ja, und Männer sind aber da viel heftiger als in dem, was sie mit sich machen lassen, als die allermeisten Frauen. Ich gucke da manchmal Fernsehen, wenn sie in ihrer normalen Rolle auftreten und denke, wenn die Leute wüssten, was da alles hinter den Kulissen passiert. Ja, aber wir sind halt vielfältig. Ja. Und ich muss nur mit meinem Rausch irgendwie umgehen können, Domian. Und das war mir jetzt auch so wichtig. Ich höre dich jeden Abend, weil ich lange noch hier an meinen Arbeiten sitze am PC. Diese ganze Shades of Grey-Geschichte. Mhm.
da kommen ganz viele Menschen in Situationen, probieren irgendwas aus. Mhm. Da warne ich einfach davor. Finde ich einen guten Hinweis. Auf jeden Fall, dass das da... Das ist auf Deutsch gesagt saumäßig gefährlich. Ja, das glaube ich auch. Und das hat einen ganz großen Suchtcharakter. Ich danke für deinen Anruf, für die Schilderung aus deinem Leben und auch für den Hinweis noch. Alles Gute, Bea. Alles Liebe. Dir auch, ciao, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer zu unserem Thema. Das habe ich im Rausch getan. Was habt ihr im Rausch schon getan oder was hat man mit euch gemacht? Hier ist Silvia. Silvia ist 49. Guten Morgen, Silvia. Ja, hallo, Domian. Hallo, Silvia. Hallo. So. Ja, also ich würde gerne davon erzählen, als ich im künstlichen Koma lag, was ich da so erlebt habe. Das ist auch eine Form im weitesten Sinne vielleicht. Ja, eigentlich war ich ein Jahr lang sowieso nur im Rausch, weil ich durch mich Medikamente immer schmerzlindernd behandelt worden bin. Warum lagst du im Koma? Ja gut, das ist jetzt 5 Jahre her und ich habe eine OP gehabt. Ich hatte damals mal Krebs. Gebärmutterkrebs, da habe ich die Gebärmutter rausbekommen und dann irgendwann hat mir dann der Arzt gesagt, der Eileiter müsste auch noch raus. Das war eigentlich eine ganz normale OP, die aber völlig schief gelaufen ist, weil man bei der OP den Dünndarm angeschnitten hat und das nicht bemerkt hat, mich wieder zugenäht hat. Ja, und dann ging das die Katastrophe los, dass ich dann, wenn ich das ja so sagen darf, Kot gebrochen habe und dann haben die den Fehler gemacht, wieder aufgemacht, gesäubert, wieder zugemacht, ohne nach dem Fehler zu schauen. Ja, dann gab es eins, das andere. Und da war ich erstmal. Eskalierte das in einem schweren Krankheitsbild. Ja, genau. Dann bin ich dann als Notfall in eine andere Klinik gekommen. Wie lange hast du dann im Koma gelegen? Also ich sage immer, normales Koma war das. Das war 5 Tage. Mhm. Ein normales Koma. Das künstliche Koma kam erst viel, viel, viel später. Dann war ich 3 Monate in einer Klinik und mit einem offenen Bauch. Der musste immer gereinigt werden, weil der musste von alleine wieder zuwachsen. Die konnten den nicht wieder zumachen. Ach so, dann hast du beides erlebt. Du hast ein natürliches Koma erlebt und ein künstliches Koma. Ich war auch klinisch tot, ne? Also ich habe das ganze Programm. Also ich könnte jetzt, also das würde jetzt den Rahmen sprengen, ne? Wie lange, nur damit ich das so einordnen kann, wie lange dauerte das künstliche Koma? 2 Wochen. 2 Wochen. Jetzt erzähl doch mal, was du in diesem Zustand, in dem komatösen Zustand, den man vielleicht im weitesten Sinne auch als Rauschzustand vielleicht beschreiben kann, was hast du da erlebt? In welchem Koma? Jetzt in dem künstlichen oder? Fangen wir mit dem natürlichen Koma an. Mit dem natürlichen Koma, also da weiß ich, also ich sehe das so, dass dieses natürliche Koma war für mich wie ein Sterben. Das heißt, ich habe mich wohl gefühlt. Mhm. Habe keine Schmerzen gehabt. Du hast ein Ich-Erleben gehabt. Richtig. Also jetzt im Nachhinein ist das auch cool. Das hätte ich auch erzählen können. Also ich habe mich wohl gefühlt. Man muss sich so vorstellen, ich hatte starke Schmerzen und wollte das nicht mehr. Ich wollte das nicht mehr. Und dann in diesem Koma, als ich da gefallen bin, hatte ich das nicht mehr. Und hast du in diesem Koma, war dir da bewusst, dass du im Sterben fast liegst? Ja. Ja, ich lag ja im Sterben. Also das war im Sterben. Das war dir bewusst. War mir bewusst, dass meine Geschwister, meine Kinder, meine Mutter und Freundin alle da waren. Hast du die gesehen oder hast du gehört? Du gehört hast du. Haben. Aber für mich war das so, nun lasst mich gehen. Also es ist ganz blöd. Manchmal denke ich immer, ich bin nicht ganz dicht. Hattest du eine Sehnsucht zu gehen? Ja. Ich hatte eine Sehnsucht, von diesem Schmerz wegzukommen. Ich wollte das nicht mehr. Ich wollte diese Schmerzen nicht mehr. Und dann bin ich dann wieder, also dann wollte ich auch, aber dann bin ich wach geworden. Also irgendwie haben die dann durch irgendwelche Medikamente mich dann wieder wach bekommen. In dem Moment, als du wach wurdest, was war das für ein Gefühl? Da war ich traurig. Das ist ja verrückt, ne? Das hört man so oft, dass Leute das sagen. Da war ich traurig. Also ich habe dann geweint, habe auch, ich kann das aber nur aus Erzählung sagen, weil ich habe keine Erinnerung, nicht mehr viele Erinnerungen. Ich habe geweint, ich habe gesagt, wieso habt ihr das gemacht? Ich habe mich so wohl gefühlt, jetzt muss ich die Schmerzen wieder durchmachen. Ja. Und ich will das alles nicht. Und dann kam der Plan von mir, ich wollte wirklich sterben. Also, und dann habe ich gesagt, ich möchte gern heimatnah in ein Krankenhaus verlegt werden. Mhm.
Weil ich habe, glaube ich, damals schon gedacht, wenn ich da bin, dann kann ich da sterben. Achso, da kann man leichter sterben in dem Krankenhaus als. Nee, da kann man nicht leichter sterben, sondern dann bin ich zu Hause in der Nähe, also, da wo ich herkomme. Ja, und dann ist es dann da passiert. Dann ist es passiert, dass ich da völlig Nierenversagen hatte. Nierenversagen. Keiner konnte sich erklären, warum ich das hatte. Dann haben sie gedacht, ich hätte vielleicht irgendwas. Eine Entzündung ist oder so, weil. Ich unterbreche mal, damit wir das alles gut verstehen können. Die Zeit des künstlichen Kummers, kam die dann gleich bald schon oder lag da noch in der. Das kam dann dadurch, dass ich halt in da, wo ich herkomme, in dem Krankenhaus mich aufgegeben habe. Mhm. Und die in deinem Krankenhaus wussten nicht, was sie mit mir machen sollten. Dann haben die mich wieder in meine alte Klinik geflogen und die haben mich dann damit in künstliche Koma gelegt. In das künstliche Koma gelegt, weil die alles Mögliche gemacht haben. Ja. Nierenwäsche 2-3 Mal. Ja. Jetzt beschreib uns doch mal, was du in dem künstlichen Koma erlebt hast. Ja, also in dem künstlichen Koma erstmal in den ersten 2 Wochen gar nichts. Da war ich weg. Mhm. Aber dann haben sie mich ja aus diesem künstlichen Koma rausgeholt. Und dieser Prozess hat 1 Woche gedauert. Mhm. Das dauert sehr lange, das kriegen wir bei Michael Schumacher auch mit, wie sehr lange das vermutlich dauern wird, bis man ihn zurückkommt. Ja, das hat auch 1 Woche gedauert. Und was ich da alles mitbekommen habe in diesem Rausch, das war für mich das Schlimmste, was ich überhaupt erlebt habe. Was hast du da mitbekommen, wenn der wieder ins Leben holt? Die haben sich unterhalten und wie schlecht es mir denn wohl geht und vielleicht ist es gar nicht gut, wenn wir sie jetzt wieder rausholen und ich konnte nichts machen. Ich war total. Also alles, was Ärzte so am Krankenbett sagen, was eigentlich der Patient nicht hören soll, hast du mitgehört. Über Mittagessen von Frau geht fremd oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und man liegt da, hat die Augen zu, kann sich nicht bewegen. Nein. Ja, das ist wirklich Horror. Nicht. Ich konnte gar nichts. Also im Nachhinein hat mir ein Therapeut gesagt, ein Traumatherapeut. Er hat mir gesagt, also das ist so wie jemand, der tot ist. Mhm. Man sagt ja, man kann danach hören, aber man kann das nicht verarbeiten. Für mich war das ganz schlimm, dass ich mich nicht äußern konnte. Mhm. Ich wurde wach. Erstmal habe ich gedacht, die hätten mich entführt, weil ich ja den Stand von meiner alten Klinik hatte. Mhm. Und ich, das war ganz merkwürdig. Also das Ganze war gekoppelt mit großer Angst und großem Unbehagen. Ja, und ich habe noch eine Frage zu dem, das hatte ich gerade nicht gefragt, Silvia, zu dem, als du im natürlichen Koma lagst. Mhm. Da hören wir ja auch immer wieder diese sogenannten Todesnaherlebnisse, Nahtoderlebnisse. Ja, diese warme. Gab es dergleichen irgendetwas bei dir? Ja, das ist, also dieses Koma war dieses Sterben. Also die haben gesagt, also wie gesagt, die sollten sich alle von mir verabschieden, weil die gedacht haben, ich würde da sterben. Mhm. Und ich habe mich auch so gefühlt. Das heißt, ich habe gemerkt, wie es warm wurde, wie es hell wurde, wie es das früher habe ich immer darüber gelacht, wenn das einer erzählt hat, aber das gibt es wirklich. Also ich habe mich. Hast du ein Licht gesehen? Viele erzählen von Lichterscheinungen. Ja, ich habe auch meine Oma gehört. Mhm. Also was hat die Oma gesagt oder gemacht? Wenn du dann möchtest, dann komm zu mir. Mhm. Das schreibe ich auch in meinem Buch. Ich schreibe auch ein Buch darüber. Mhm. Und, so, ich lerne jetzt aus dem, was du erzählt hast, dass dieses natürliche Koma etwas sehr Beruhigendes für dich war und fast schon was Schönes. Das künstliche Koma war das Grauen. Ja, das künstliche Koma war das Grauen. Das war also das Wiederwachwerden da und dann nichts tun zu können. Wie lange liegt jetzt diese Zeit der schweren Erkrankung zurück? 5 Jahre. 5 Jahre. Genau, das hast du ja am Anfang auch gesagt, 5 Jahre. Wie geht es dir heute? Schlecht. Schlecht? Also, ja, ich komme jetzt auch in eine. Ich war schon 3-mal in einer psychosomatischen Klinik. Bin ich jetzt auch am Borderline erkrankt, weil ich komme da nicht mit klar. Also ich habe Albträume, dann kommen Sachen, die ich dann da in diesem ersten Koma gehabt habe und manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich die Augen zumache, dann wünsche ich mir das auch zurück. Also wirklich, es ist. Bist du denn körperlich wieder fit? Nein, also ich habe Nierenschaden, Lungenschaden. Du bist nach wie vor eine kranke, sehr, sehr kranke Frau. Ja, und Depression, schwere Depression, ich habe eine posttraumatische Persönlichkeitsstörung. Mhm. Ich habe also Borderline. Silvia, das können wir jetzt heute im Rahmen unseres heutigen... Ich möchte das auch gar nicht. Also, weiter erörtern. Du hast uns von diesen beiden Zuständen im Koma erzählt, im künstlichen und im natürlichen Koma. Das fand ich sehr, sehr interessant, muss ich ja ehrlich sagen. Ich biete dir gerne ein Gespräch mit unserem Psychologen an, wenn du möchtest. Mhm.
Ja, das ist der Henning heute Nacht, der ruft dich jetzt gleich an. Von meiner Seite aus wünsche ich dir von Herzen viel, viel Gutes und viel Glück und viel Kraft. Ja, doch, ich bin ja... Nach diesen vielen Jahren mal ein bisschen besser geht. Das Wichtigste für mich ist, dass im April der Prozess endlich beginnt, weil das ja ein Ärztefehler war. Ach, das kommt auch noch hinzu. Gut, das ist so eine ganz andere Geschichte, ne? Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn du mal irgendwann mal was hast mit Kunstfehler, dann melde ich mich. Dann reden wir beide noch miteinander, so machen wir es. Darf ich auch ein Autogramm von dir? Sehr gerne, sagst du dem Henning gleich deine Anschrift. Ja, alles klar. Alles Gute, Silvia. Danke fürs Zuhören, jo. Tschüss, ciao. Tschüss. 1:38 haben wir. Unser Thema heute Nacht heißt, das habe ich im Rausch getan. Und hier ist Tobi. Tobi ist 48. Guten Morgen, Tobi. Ja, guten Morgen, Domian. So sehe ich. Ja, erzähl mal, was ist bei dir? Was ist da passiert? Wie soll ich anfangen? Also ich habe einen ganz großen Fehler getan. Ich bin unter Alkohol Auto gefahren. Mhm. Unter Alkoholeinfluss oder wie das heißt, weiß ich jetzt nicht. Wie viel Promille hattest du? Im Endeffekt hatte ich 1,9 Promille, was mir nicht bewusst war. Was ist denn während der Autofahrt passiert? Während der Autofahrt ist nichts passiert. Zum Glück. Zum Glück. Ich bin auch froh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin auch froh, dass man mich angehalten hat, weil... Wer hat dich denn angehalten? Man mich angehalten hat. Wer hat dich denn angehalten? Die Polizei halt, ne? Und wie sind die auf dich aufmerksam geworden? Bitte? Und wie sind die auf dich aufmerksam geworden oder war es Zufall? Das war Zufall. Ach so, Die haben da gestanden. Ich habe eine Freundin nach Hause gebracht, weil wir waren, also ich muss dazu sagen, das war auf dem Samstag, als das passiert, also nee, Samstag stimmt nicht. Das war ein Sonntag um 3:50 Uhr, also 3:50 Uhr. Ja. Und angefangen hatte ich mit Trinken am Freitag schon. Und alle haben gesagt, wie soll ich das, ich kann das gar nicht so richtig erklären. Warum hast du denn angefangen zu trinken? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Also es gab keinen... Irgendwie war mir danach, es war... Und du warst kein Alkoholiker zu der Zeit? Voll zu haben. Und du warst kein Alkoholiker zu der Zeit? Nein, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Und, das fing ja, wie gesagt, Freitag an. Mhm. Ich war damals auf Montage gewesen. Donnerstagabend hatte ich dann frei. Mhm. Wie es ja meistens so war. Gut, und du hast viel gesoffen und bist dann ins Auto gestiegen. Wie viele Kilometer bist du gefahren? Nicht Kilometer. Ich bin fast 500 Meter nur gefahren, weil meine Freundin, mit der ich unterwegs war, hatte sich ein Knöchel, also der war vorher schon kaputt. Mhm. Aber als wir unterwegs waren, weil hier war ein Konzert, da sind wir hingegangen und durch dieses Stehen hat sich dieser Knöchel total entzündet. Okay, das heißt, du hast deine Freundin gefahren, die war also auch dabei. Ja. War die auch betrunken? Sie hat was getrunken, aber ich habe sie aus dem Ganzen rausgehalten, weil ich habe den Fehler gemacht. Warum hat sie dich denn nicht davon abgehalten zu fahren? Vielleicht, weil sie nicht eingeschätzt hat, was ich getrunken habe oder wie viel ich getrunken habe. Das ist ja dann wirklich ein verrückter Zufall. Du fährst nur so eine kurze Strecke und wirst dann gleich von der Polizei angehalten. Ja. Was ist dann daraus? Viele meiner Freunde, angeblichen Freunde, die jetzt nicht mehr so da sind, haben gesagt oder haben den Verdacht, ich würde verpfiffen, was aber gar nicht sein kann. Mhm. Gut. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Wer stellt sich da morgens um 4:50 Uhr hin und sagt hier, ne? Ja, vielleicht war es wirklich, fährt das gleich los. War es wirklich ein Zufall. Was ist daraus geworden dann? Ja, jetzt daraus geworden ist halt, ich habe jetzt eine 10-monatige Sperre, 3.000 Euro Geldstrafe. Mhm. Und ich weiß nach der Sperre, weil ich auch als Ersttäter weiß ich, dass ich eine MPU machen muss. Mhm. Und da habe ich Angst vor. Also du bist jetzt noch in der Strafe drin im Moment? Im Moment bin ich noch in der Strafe drin, ja. Trinkst du im Moment eigentlich auch Alkohol wieder? Nein. Mhm. Und du hast Angst vor... Die meisten haben gesagt, warum trinkst du nicht weiter? Trink doch weiter. Hör doch also mit diesem Blödsinn. Und weil der eine sagt das, der andere sagt das. Und ich habe mich entschieden, von diesem Ganzen mich zu distanzieren. Also hast du vorher doch regelmäßiger getrunken?
wenn du sagst, du willst dich davon distanzieren? Nein, nein, nein. Ich will mich von dieser Aussage distanzieren. Ach so, ich verstehe. Ach so, ich verstehe. Hat das sonst irgendwelche noch Konsequenzen für dein Leben gehabt? Den Führerschein hast du weg, du hast Geld zahlen müssen. Ja, meine Arbeit ist weg. Deine Arbeit ist weg. Ich war auf Montage tätig, im Hochbau. Dann hast du es aber hart abgekriegt. Ja, das war ein super Job. Vier Tage arbeiten, Donnerstagabend zu Hause, Wochenende, prima, Montag wieder los. Ja. Besser geht's nicht. Und gutes Geld. So, wie siehst du denn jetzt deine Tat? Bitte? Wie siehst du denn jetzt deine Tat? Wie ich meine Tat sehe? Mhm. Ich kann es nicht fassen. Ich habe nachts Träume, das glaubst du nicht. Ich stehe auf, gucke aus meinem Fenster, weil da ist ein großer Parkplatz und hoffe immer, dass mein Auto da steht. Also im Klartext, du ärgerst dich sehr darüber. Aber wie? Ich kann das nicht beschreiben, ja. Ich meine, das tut... Ich kann heulen ohne Ende. Mir tut das natürlich jetzt sehr leid, dass du deine Arbeit verloren hast. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber nein, ich finde die Härte der Strafe richtig. Was ich ganz ehrlich sagen möchte, ich möchte kein Mitleid. Ich habe die Scheiße gebaut. Genau, meine ich auch. Da muss ich jetzt durch. Und dann wirst du diesen sogenannten Idiotentest wirst du auch bestehen und schaffen. Das weiß ich nicht, weil ich brauche dafür, ich habe mich erkundigt über Internet und dies und jenes und da gibt es diese Vorbereitungskurse. Wer soll das alles bezahlen? Das weiß ich jetzt gar nicht, wie teuer diese Vorbereitungskurse sind. 400 Euro. Oh ja, das ist eine ganze Menge Geld. Und ist das denn so schwer, dass, wenn man lange Auto gefahren ist und sich ganz gut auskennt, du scheinst dich gut auszukennen? Das hat ja mit dem Autofahren selber nichts zu tun. Das hängt ja mit dem psychologischen. Also ach so, verstehe. Ja. Warum ich das getan habe, dies und jenes. Ich habe mich ja auch gefragt, warum ich das getan habe. Wann steht denn der Test an? Ich habe jetzt noch 8 Monate, ich habe jetzt noch 6 Monate Zeit. Gut, da ist ja noch ein bisschen hin. Tobi, ich glaube, du wirst es schaffen. Und ich glaube, du hast eine super Lehre daraus gezogen, dass du nie wieder was trinkst, wenn du fährst. Nee. So mache ich auch. Vor allen Dingen, ich habe ja auch vorher nie was getrunken. Das verstehen ja die meisten auch nicht. Ich immer wieder gesagt habe, wenn du was getrunken hast, ich fahre mit dir nicht mit. Ja. Ich habe für mich auch eine ganz eiserne Regel, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, trinke ich nicht ein bisschen, sondern nichts, gar nichts, kein Tropfen. Und so fährt man, glaube ich, dann auch am besten mit dem Verhalten. Ja, vor allem meine Frage an dich wäre jetzt oder an das Publikum, was jetzt mit zuhört, wäre jetzt, ob die mir irgendwelche Tipps geben können, damit ich mich beruhigen kann. Also, weil, wie gesagt, ich kann nachts nicht schlafen, ich habe diese komischen Albträume und ich kann das alles nicht glauben. Meine Freundin ist weg, muss ich dazu sagen. Das habe ich auch dann Redakteur gesagt oder wenn er am Telefon saß. Ja. Und meine Eltern haben sie auf mich verlassen, weil ich sie immer ins Krankenhaus gefahren habe. Meine Eltern, zum Beispiel mein Vater, hat einen Herzinfarkt gehabt, meine Mutter einen Schlaganfall. Da ist eine ganze Menge zusammengebrochen bei dir, das höre ich jetzt schon. Ja, eine ganze Menge. So, jetzt rufen wir dich gleich nochmal an und gucken mal, was wir dir an Hilfestellungen an die Hand geben können, dass du da besser mit umgehen kannst. Einverstanden? Ja, alles klar. So machen wir es, Tobi. Du legst bitte auf. Alles klar, danke dir. Wir melden uns und ich wünsche dir viel Glück und alles Gute. Danke dir, schön, habt ihr noch. Tschüss, ciao. Tschüss. Ich bin verbunden mit Thomas. Thomas ist 21. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Thomas. So, Rausch. Deine Rauschgeschichte. Genau, meine Rausch. Wahrscheinlich besser gesagt Geschichten. Geschichten? Ja, also ich habe sehr, sehr viel Blödsinn in der Vergangenheit gemacht. Erzähl. Ich habe so mit den 17, habe ich angefangen zu trinken. So, da war ich in der Lehre. Mhm. Und dann kam ich von der Arbeit. Ich sag mal, da habe ich so angefangen mit so 3V+, so mal am Wochenende. Was hast du für eine Lehre gemacht? Ich habe Gaswasserinstallateur angelernt, 2,5 Jahre. Ja, okay. So, da fing es an mit dem Saufen. Genau, da fing das an, so am Wochenende mal da in die Disco. Und dann, ich sag mal, das mit dem Alter, man wurde 18, so boah, richtig auf Kacke gegangen dann am Wochenende. Und dann steigerte sich dann alles. Ich bin in den falschen Freundeskreis reingekommen. Und ich sag mal, da gab es dann nicht nur Alkohol, da gab es dann auch andere Sachen. Was denn? Amphetamine, Ecstasy, sowas zum Beispiel, Alter. Hast du auch alles reingepfiffen? Ja, also das habe ich auch genommen, aber nicht so oft, sage ich mal ehrlich. Mhm. Und wie gesagt, das häufte sich das alles und ich habe nur Blödsinn gemacht, Schlägereien. Ich habe, das schäme ich mich heute noch für so,
Busfahrer wegen der Fahrlein reingehauen, weil er meinte, mir was sagen zu müssen. Und der war, also während der Fahrt hast du das gemacht? Ja, während der Fahrt. Da warst du zu? Ja, da war ich, ich glaube, 2,9 Promille. Wie ging es dann weiter? Wie hat der Busfahrer reagiert? Ja, der Busfahrer ist erst mit dem Kopf aufs Lenkrad geknallt und ist dann, ich habe mal in einer Sekunde wieder zu sich gekommen, hat gebremst, ist aufgestanden, hat mir eine geknallt und ja, dann kam das eine Wort zum anderen und haben uns, ja, auf gut Deutsch gesagt, noch geprügelt im Bus und ich sag mal, da saßen auch noch Leute in dem Bus drin. Haben die was gesagt? Sind die eingeschritten? Die sind sitzen geblieben. Die sitzen geblieben? Ja. Was sind für Feige? Ja, das finde ich, ja, was soll ich dazu sagen, ja. Natürlich ist das feige. Zu welcher Tageszeit war das? Das war abends. Wie viel Uhr? So auf 11:30. Ja, okay. So auf dem Weg von Witt nach Hagen. Ja. Und ja, danach kam dann die Polizei. Ich wollte gerade abhauen, da kamen die Grünen dann. Und ja, habe ich mich sofort ergeben. Und ja, und dann natürlich gewehrt und hin und her. Und dann habe ich einen Polizisten in die Hand gebissen. Das hätte natürlich auch mit dem Busfahrer ganz übel ausgehen können. Der hätte einen Unfall bauen können. Ja. Ne? Ja, das tut mir auch heute noch leid. Bist und du, ich sag mal, in dem Moment habe ich gar nicht mehr überlegt. Ich habe einfach nur noch gehandelt. Zu was bist du wegen dieser Sache verurteilt worden? Ja, ja, wie gesagt, da komme ich ja noch zu. Und, ah, ja, okay. Und zwar, ich komme jetzt noch, ich werde noch, ich, es wurde ein psychologisches Gutachten von mir gefertigt, weil es sind so um die 20 Straftaten, die ich begangen habe, 20 bis 25. Ach du lieber Gott. Und ja. alle im Suff? Alle im Suff. Sag mal noch ein paar Beispiele, was du noch gemacht hast. Widerstand gegen Staatsgewalt. Ich habe mitten in der Stadt habe ich die Stühle und Tische auf die Straße geworfen, weil ich so sauer war. Und dann, natürlich war ich dann der King, ja, wenn ich im Rausch war. Und dann kam die Polizei und habe mich natürlich verhaftet und ich dann gewehrt und natürlich auch mal Polizisten getroffen mit der Hand oder was. Ja, und dann ja aufs Revier. Was habe ich noch? Diebstahl. Diebstahl? Ja, was im Einkaufsladen. Zigaretten habe ich da immer geklaut. Auch besoffen? Nein, das war nüchtern. Ach, das war nüchtern? Das war nüchtern. Ist ja, ist ja, aber die Strafe, die habe ich schon bezahlt. Ja. Was hast du noch im betrunkenen oder angerauschten Zustand gemacht? Ich sag mal, ich wurde sehr aggressiv. Ich bin immer aggressiv geworden. Hast du Menschen richtig verletzt? Ja. Ja, ich habe jemanden das Jochbein zertrümmert. Das war auf dem Weg nach Dortmund. Und kannst du dich überhaupt daran noch erinnern? Kaum, sagen wir es mal kaum. Ich war schon vor Gericht im März und ja, da hat der Staatsanwalt, der liest ja das Plädoyer vor. Und da war keine Frage, ich habe sofort alles zugegeben. Und dann da zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon eine Entgiftung gemacht. Und dann habe ich eine Therapie gemacht, die habe ich auch abgeschlossen. Seitdem bin ich auch trocken, habe nichts mehr getrunken, noch keine Drogen, gar nichts mehr. Wie lange jetzt? Wie lange? Ich bin jetzt 25. Februar, bin ich ein Jahr clean. Ah ja. Ein Jahr trocken. Das ist ja schon mal eine gute Leistung. Ja, auf jeden Fall. Und wenn du vorher so ausgerastet bist, ist das eine gute Leistung. Ja, definitiv. Also da kommt jetzt noch einiges auf mich zu vor Gericht. Aber das endgültige Urteil für alles steht noch an, nein, oder wie? Das steht noch in den Wolken, genau. Das heißt, was könnte dir drohen? Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe kein Gefängnis. Ich hoffe wirklich nicht, weil mein Leben ist so perfekt und ich habe mir auch seitdem nichts mehr geleistet. Hast du denn einen Anwalt? Ja, ich habe einen Anwalt. Ich habe meinen Anwalt, ja. Was sagt der Anwalt? Was ja, was sagt der Anwalt? Der hofft auch, wir müssen auf das Gutachten warten. Davor kann man nicht sagen. Weil wenn der Psychologe sagt, schuldunfähig, dann, ja, Freispruch, ja. Dann hast du Glück. Genau, dann habe ich mehr als Glück. Wenn der sagt, aber nicht ganz schuldunfähig, ja, und es war aufgrund der Häufigkeit der Delikte. Ja, natürlich. Ich hoffe Bewährung. Bewährung. Du hast mir gesagt vorhin, dass du angefangen hast, deine Lehre zu machen. Genau, die habe ich 200 Jahre gemacht. Aber die hast du nicht abgeschlossen? Nein. Was hast du jetzt im letzten Jahr gemacht? Im letzten Jahr? Was habe ich im letzten Jahr gemacht? Ich habe im September, August kam ich aus Therapie raus. Dann habe ich mir so einen Nebenjob gesucht. Da habe ich bei DPD, bei dem Deutschen Paketdienst, angefangen. Und das war aber nicht so das Wahre. Da kam ich auch nicht auf mein Geld, was ich verdienen sollte. Dann habe ich da aufgehört. Und seitdem bin ich in der Zeitarbeitsfirma. So, jetzt wäre natürlich gut. Wie ist es familiär? Hast du eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin. Und das ist auch alles in Ordnung? Richtig, perfekt. Im guten Weiß, sehr gut. Ja. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass das Gerichtsurteil für dich gut ausgeht. Ja. Dann solltest du aber unbedingt, du bist ja erst 21, ja, sehen, dass du deine Lehre zu Ende machst oder eine neue Lehre machst. Ich mache im Sommer, mache ich meine Schule weiter. Da will ich mein Fachabitur machen. Sehr gut. Sprich, erstmal meinen Realschulabschluss nachholen. Sehr gut. Und dann mein Fachabitur. Gut, das sind natürlich gute Pläne, Thomas. Ja. Wie erklärst du dir, dass du so neben die Spur geraten bist?
ich weiß es nicht. Mit fremden Leuten kann man das auch nicht immer erklären. Nee, ich sag mal, der Einfluss der Freunde, das hat viel dabei getan. Ja, aber wie war das denn so früher familiär? Wie war dein Familienhaus, dein Elternhaus? Ich sag mal, ein Scherbenhaufen war das. Okay, da haben wir da auch schon mal einen Grund. Ja. Du warst da nicht gerade sehr behütet und geliebt. Nee, aber ich sag mal, betrunken war ich zu Hause nie. Ja, nee, aber daraus kann das natürlich resultieren, wenn du ein unglückliches Kindheitsleben hattest. Nee, nein, das hatte ich ja nicht. Ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, wo ich getrunken hatte, da war das ja so zu Hause so schlimm. Ach so, aber vorher nicht so. Nein, meine Kinder, die war, ich sag mal, wie sich das ein Kind vorstellt, jeden Tag am Spielplatz und sowas in Urlaub gefahren. Mhm. Wie ist denn der Kontakt heute zu deinen Eltern? Jetzt ist er wieder gut, perfekt. Ah, ich wohne auch noch zu Hause. Ja. Und ich sag mal, das ist seitdem ich aufgehört habe mit Trinken. Ist das Familienleben ist wieder, ja, perfekt. Also die Pläne sind jetzt Schule nachmachen, genau. Und einen ordentlichen Abschluss und dann steht dir ja die Welt offen, wenn du sogar das Fachabi haben könntest. Ja. So ganz weit gesponnen und geträumt, was würdest du gerne mal machen später? Ich würde gerne, ja okay, ich weiß nicht, wie das ist mit dem Führungszeug. Ich würde gerne zur Feuerwehr. Das ist so mein Traum. Ja. Ja, warum? Keine Ahnung, aber vielleicht, wenn man sich gut geführt hat und alles klar ist, dann gut gelaufen ist. Ich bin ganz beruhigt, Thomas. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir, dass du das schaffen wirst. Also selbst wenn du nur kurzzeitig ins Gefängnis müsstest, ja, das hoffe ich nicht. Dann darf dich das nicht brechen. Du bist jetzt schon sehr weit. Ja. Das ist eine gute Leistung, da kannst du auch stolz drauf sein. Auf jeden Fall. Du musst dich schämen für das, was du angerichtet hast. Oh ja. Du hast vielen Menschen Leid angetan und Schmerzen zugefügt. Ja. Aber du hast jetzt auch die Notbremse selbst gezogen und das finde ich gut, muss man auch loben. Ja, das muss auch von alleine kommen, sag ich mal. Ja, weil wenn einem das jemand sagt, ja, das geht hin, da rein, hier, da raus. Ja, genau. Das muss von alleine kommen. Ja, das beeindruckt mich, dass du das so sagst. Finde ich alles sehr gut. Ich drücke dir die Daumen, dass es richtig bergauf geht bei dir, Thomas. Und dass du irgendwann zur Feuerwehr gehen kannst, wie du es gerne möchtest. Danke, dürfte ich schon ein Autogramm von dir haben? Ja, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, okay. Tschüss, ciao. Tschüss. So, und jetzt bin ich verbunden mit Lukas. Und Lukas ist 22. Guten Morgen, Lukas. Guten Morgen. Guten Morgen, Lukas. So, ja, guten Morgen, Jürgen. Du hast auch ein Erlebnis im Rausch gehabt, oder? Irgendwas gemacht? Das war bei mir so, ich habe bis zum Ende des vergangenen Jahres, 2013, da habe ich regelmäßig Amphetamin genommen. Ja, über einen längeren Zeitraum, also vorher schon. Ja, also das habe ich insgesamt so für 2 Jahre genommen. Mhm. Und da hat sich bei mir so ein komisches Verhalten eingebürgert. Ich habe mich in einem Erotik-Chatroom, habe ich mich als Frau ausgegeben. Mhm, Und dann hast du Männer angebaggert? Nein, ich habe andere Frauen angebaggert. Ach so, also ich bin, als Lesbe hast du dich? Ich habe mich als bisexuelle Frau ausgegeben, die in einer Beziehung mit einem Mann lebt, aber gleichgeschlechtliche Kontakte sucht, sozusagen. Warum hast du das so gemacht? Was war der Thrill daran, das so zu machen und nicht als Mann? Also die Sache war so, also ich habe mich auch erstmal als Mann bei sowas angemeldet, weil ich da irgendwie neugierig drauf war. Mhm. Nur als Mann, naja, das war irgendwie für mich nicht so was reizvoll. Ich fand immer Frauen, da war auch immer eine schönere Sprache dabei. Verstehe, ja. Also mich hat auch absolut nicht die Person an dem anderen PC, die hat mich überhaupt nicht interessiert. Mich hat, ehrlich gesagt, nur diese Geschichte, die daraus entsteht. Die Fantasie, in der ihr euch da reinbegeben habt. Dieses Rollenspiel, genau. Habt ihr nur geschrieben oder auch mit Cam? Ne, mit Cam geht ja nicht, da hätte man dich ja gesehen. Mit Cam geht in dem Fall. Das muss ich dann immer strikt ablehnen. Auch wenn ich einige Anfragen dafür bekommen habe. Dann hättest du natürlich gerne Ja gesagt, um was zu sehen, aber du konntest ja nicht mitmachen. Ehrlich gesagt auch irgendwie nicht, weil ich habe mir irgendwann dabei auch immer gedacht, das muss ja nicht unbedingt eine Frau am anderen Ende sein. Es hätte ja genauso gut so ein Typ wie ich sein können. Selbst das kann auch gewesen sein, vielleicht. Aber das war dir auch egal, weil es um die Fantasie ging. Genau. Wie intensiv hast du dies betrieben? Schon sehr intensiv. Zu der Zeit, wo ich das wirklich aktiv gemacht habe, da habe ich mir damit wirklich ganze Nächte um die Ohren geschlagen. Das heißt, du hast immer Drogen genommen und dann bist du in den Chat gegangen? Ja, also ich habe jetzt nicht wirklich Drogen genommen, um zu sagen, ich nehme jetzt was und danach gehe ich in den Chat, so war das nicht. Ich habe vorher dann auch, war ich irgendwie mit Freunden unterwegs oder auf Partys, ganz normal. Und dann abends, wenn man dann so um 2 oder 3 Uhr nachts irgendwie dann hier hing,
Ich wohne eher ländlich, da hat man nicht so das Nachtleben wie zum Beispiel jetzt in einer Stadt wie Köln. Da kam das, hat sich das so aus Langeweile entwickelt und irgendwie hat es mich dann auch irgendwie dann gereizt. Wie viele Stunden so in der Regel am Stück hast du das gemacht? Teilweise war es wirklich lang. Also ich habe teilweise auch Sessions gehabt, die wirklich dann, also war es schon wieder hell, wo ich aufgehört habe. Ja, sozusagen. Ja. Würdest du sagen, unser Thema heißt ja Rausch, rauschhafter Zustand, dass das ein rauschhafter Zustand war? Auf sozusagen, ja. Also erstmal allein durch die Droge, ne? Mhm. Aber auch irgendwie durch diese intensiven Gespräche hat sich auch irgendwie so eine Art sexueller Rausch entwickelt. Genau, ich würde sagen, es war ein Drogenrausch. Ich muss dir das nicht sagen. Als Mann ist das ja auch so, du brauchst beide Hände zum Tippen. Klingt doof, aber ist so. Du brauchst beide Hände zum Tippen. Das heißt, du kannst dich irgendwie schwer an dir dran sein, während du da diese Geschichten machst. Deswegen hat sich das schon sehr lange hingezogen teilweise. Machst du das heute gar nicht mehr? Das ist genau das, was ich selber daran irgendwie kurios finde. Als ich mit dem Zeug aufgehört habe, habe ich auch absolut kein Bedürfnis mehr gehabt, dieses kleine Hobby irgendwie zu machen. Ach so, das heißt, das hing wirklich mit den Amphetaminen zusammen. Ohne Amphetamine kein Erotik-Chat mehr. Keinerlei. Also ich hab da vielleicht auch nicht so dann den Elan oder den Drive, das so stundenlang zu machen. Ja, das kann sein, War vielleicht auch eher so eine Art Langeweile oder Beschäftigung, die ich da gesucht habe. Keine Ahnung. Lukas, die Sendung ist rum, aber du hast noch deine Geschichte erzählen können. Das freut mich sehr. Vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Tschüss, ciao. In der Technik, Moritz Güldenring. Morgen sind wir auch wieder da. Ich hoffe, um 1 Uhr mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch erst eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.